Hey, Arten Girls und Boys, die bis hierhin durchgehalten haben, willkommen zurück zu The Devil in Me. Ja, Charlie ist wieder mit Mark vereint. Und der ist jetzt irgendwie hier durch den Zaun gegangen, habe ich gerade noch gesehen. Ah, hier ist eine Lücke, sehr gut. So, ich bin mal sehr gespannt, ob es vielleicht doch noch ein Todesopfer geben wird. Und wenn nicht jetzt, dann bestimmt im zweiten Durchlauf. Das werde ich übrigens nicht ganz am Stück zeigen. Oder vielleicht doch mal gucken. Mal sehen. Da werde ich dann so spielen, dass sich alle hassen so ein bisschen. Dass sich alle richtig ekelhaft finden. Das wird lustig. Wieso knackt es hier draußen so laut? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Wir müssen irgendwie rauf. Okay. Jetzt aber gerade nicht wie oder wo. Guck mal, da ist eine Kiste. Kiste, Leiter. Jetzt stirbt Mark. Ich gehe jetzt hier hin. Was ist das so, ja? Lass ich erst mal hier gucken. Da ist nämlich oben noch Fenster ein geöffnetes. Da sind zwei verschiedene Wege rein. Die sich aber auch null unterhalten, die beiden, ne? Also, schweigen sich schon die ganze Zeit an, Mark und er. Mark und Charlie. Ich war wenigstens so, hey, wie hast du das denn überlebt in deinem Verbrennungsofen da? Hippo ist ja echt mega als Beleuchtungsmittel. Was haben wir denn hier? Geschlossen oder zu? Ach hier, ich habe noch die Visitenkarte. Ich habe erst 3 von 5, glaube ich, ne? Aha. Patientenakte, Name des Patienten Monday, Hector Whalen. Ah, Familienarzt Charles Brown. 30.08.72. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute in meiner Praxis untersucht. Er wurde von seiner Mutter begleitet, die mir berichtete, Hector würde über Unwohlsein und Müdigkeit klagen. Hä? Was? Ey, warum? Ich hab's nicht weggelegt. Ich hab einfach nur die Taste gedrückt gehalten. Die Untersuchung gab, dass Hector leicht unterernährt ist. Er ist untergewichtig und seine Haut ist bleich. Außerdem habe ich für die Mutter 2 Milligramm Diazepam bis zu 3-mal täglich bei Bedarf verschrieben. 27.09.1972. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute nach einer Krankenhauseinweisung wegen akuter Bronchitis in meiner Praxis untersucht. Hector hat während des Unterrichts, war während des Unterrichts zusammengebrochen. Er hat sich in den 2 Wochen seit seiner Krankenhauseinweisung gut vom Virus erholt, der wahrscheinlich aufgrund des durch Mangelernährung geschwächten Immunsystems leicht Fuß fassen konnte, als er mit anderen Kindern in der Schule in Kontakt kam. Bei der Untersuchung von Hectors Brust entdeckte ich Blutergüsse an seinen Unterarmen und Schultern, die durch grobes Spiel in der Schule verursacht wurden. Hector wird geraten, solche Aktivitäten zu vermeiden.
der Mutter geraten, in der Nähe von Hector nicht zu rauchen, vor allem während seiner Genesung. Ich werde in einer Woche einen Folgetermin vereinbaren. Am 4.10.72. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute auf meinen Wunsch in meiner Praxis untersucht. Er hat sich fast von der Bronchitis erholt. Die Blutung ist jetzt schlimmer geworden. Sie wurden durch beträchtliche Gewalteinwirkungen hervorgerufen. Eher durch einen Erwachsenen als durch Schulfreunde. Ich sagte, er wird bestimmt misshandelt zu Hause. Arrangieren Sie einen Folgetermin für nächste Woche. 12.10.72. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute auf meinen Wunsch in meiner Praxis untersucht. Er wurde von seinem Großvater George begleitet. Hectors ursprüngliche Blutergüsse sind verblasst. Sein Großvater wollte, dass ich mir Hectors Beine ansehe. Die Knöchel sind geschwollen und weisen Schnittwunden auf, als ob er gefesselt worden wäre. Der Großvater vermutet, Hectors Mutter komme nicht mit ihm klar. Arrangieren Sie für nächste Woche ein Folgegespräch mit Hectors Mutter. Oh, der wurde schon als Kind misshandelt, Monday. Mit 7 Jahren, 72, da ist er jetzt... War ich in 72, 50? Der ist 57. Wie kann so ein alter Mann mit 7, also ist jetzt nicht alt, ja, 57 ist immer noch, ne, beste Jahre und so weiter, aber... What? WTF? Liegen wir jetzt ins All oder was? Ins All geschossen. Ah, ich wette, das ist schon fürs nächste Spiel, Leute. Cool, das spielt halt im All. Das ist mal ein ganz neues Setting, ey, da bin ich echt gespannt drauf. Richtig gespannt. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr cool. So, haben wir alles untersucht. Er tanzt die ganze Zeit nur ein bisschen. Übt den C-Step. Der Marc, übst du ein bisschen mit deinen geilen Sneakern. Stinkt hier so. Da draußen ist ein Hund. Alter. Hat mich zu Tode erschreckt. Mark hat Charlie erzählt, er hätte den Hund auch gesehen. Ich sag, Conny ist nett. Stimmt, hast du ihn mit deiner Panik verschreckt. Alter, der präpariert hier die Leichen, oder? Danke, Sau. Wie geht's deinem Kopf? Zwei Opfer entdeckt. Was mit verdrehten Köpfen? Harold von 1993. Andy described the macabre animatronics uncovered as deranged creations that are an insult to victims' humanity. Ja, warum kann ich das nicht lesen, so ein bisschen? Also, sie hatten damals schon die Animatroniken gefunden mit den Menschen, ja? Nee, ey. Etwa aufgegeben, die Frauen zu verfolgen?
Halt die scheiß Kiste zu, ey. Die Aushärtungsanlage ist das. Ja, köstlich. Ach, guck mal, das sind alles Klamotten, oder? Ah, guck mal, hier ist das Karussell. Oder halt der Pavillon. Das ganze Labyrinth. Daneben hat er dabei gestanden, der Sack. Ey, das war auf jeden Fall ein richtig guter Scare, dass er daneben drin saß. Oder drin stand. Mark, wo bist du? Ich hab ein bisschen Angst. Aber er ist auf jeden Fall hier rausgegangen, ne? Oh mein Gott. Was? Was macht er da? Er konserviert seine Opfer. Ach du Scheiße. Ja, der Aushaltungsraum, ne? Weil sie ihm etwas bedeuten. Trophäen. Andenken. Die Matt scheint sehr viel zu wissen. Glaubst du, wir haben es mit mehreren Personen zu tun? Was meinst du? Sich um alles hier zu kümmern, die Roboter, die Fallen. Schafft das ein einzelner Mann? Es ist nur er. Ein getriebener, sehr gestörter Mann. Warum sagen sie immer noch Dumet? Das regt mich so ein bisschen auf. Diese kranke Sau, ey, wie er die alle da aufhängt. Wieder durchschieben? Nee. Scheiße, ey. Aber warum macht er das? Ich meine, der muss ja irgendwie einen Antrieb dazu haben. Oh, ein Ring. Harrison und Lewis. Ah, das ist der andere Ring. Den passend zum ersten, den wir schon gefunden haben. Ach so Scheiße. Was machst du? Irgendwas sauber? Er hätte sich auf jeden Fall erst mal verletzen können bei dem Sprung. Sag mal. Ach du Scheiße, wie viele Opfer sind das denn bitte? Erstmal unten gucken. So eine perverse Sau, ey. Hier wäscht er so bestimmt.
Ach du Scheiße. Wer ist das? Alter. Schritt 1 fixieren, Schritt 2 sezieren, Schritt 3 entfernen von Körper, Fett und Wasser. Schritt 4 imprägnieren, Schritt 5 positionieren, Schritt 6 aushärten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der ekelhaft. Harrison Lee. 175, warum auch immer. Vielleicht das Opfer. 6.10.22. Versuchsperson ist erstickt um 4.27 Uhr. Versuchsperson gewaschen, einfrieren nicht möglich, da formelle Hitlösung vorbereitet wurde. In das Autohärtungshaus gebracht, mit der Konservierung zu beginnen. 7.10.22. Frühe Zersetzung hat noch keinen offensichtlichen Zerfall oder Verfall gezeigt. Brauchbares Exemplar für die animatronische Integration. Injektion einer Formaldehyd-Fixierungslösung in das Herz-Kreislauf-System der Testperson. Fixierungslösungsprozess abgeschlossen. 4 Stunden 30 Minuten. Versuchsperson in Acetonbad eingelegt. In 24 Stunden erneut versuchen oder untersuchen. 8.10. Keine Probleme mit der Versuchsperson in Aceton gefunden. Auch keine Anzeichen von Leichenstarre. In 48 Stunden erneut versuchen. 10.10. Gute Fortschritte. Anzeichen von Starre in den Extremitäten. Die vorherige Versuchsperson, Mr. Lewis Harrison, musste in einem Säurebad entsorgt werden. Die Leichenstarre erreichte die Haut und verursachte eine starke Blasenbildung, was dazu führte, dass die Probe nicht brauchbar war. Möglicherweise aufgrund der kleineren Statur der Versuchsperson, die die Zersetzung beschleunigte. 84 Kilogramm im Vergleich zu 64 Kilogramm. Zu einer Verzögerung beim Beginn der Fixierung oder einer zu niedrigen Schätzung des Formaldehydgehalts. 13.10. Weiterhin positive Entwicklung, Extremitäten vollständig verhärtet, bis hin zur Starre der Gliedmaßen in einer Woche erneut versuchen. 20.10. Gliedmaßen 50% verhärtet, Aceton ist abgelassen und ausgetauscht, in 24 Stunden erneut versuchen. 21.10. Keine Probleme mit neuem Acetonersatz, in einer Woche erneut versuchen. Alter, diese Sau. Charlie hat Unterlagen gefunden, wie Dumet seine Animatroniken herstellt. Ach du Scheiße. Boah, ist das eklig. Backen zum Ziehen. Echt jetzt? Echt jetzt? Ah, habt ihr gesehen da oben? Ich gehe noch mal ganz kurz hoch. Vor allem die Kiste, die hat man oben gesehen. Die muss bestimmt für unten irgendwas sein. Alter Schwede, ey. Dieser kranke Typ, ey. Aber warum macht er sich da die ganzen Animatroniken draus? So wirklich aushält die ganze Zeit. Wow. Bin noch weiter runter. Charlie sagt halt gar nichts dazu.
Okay, dann machen wir das auch mal. Oh, okay, Mark, jetzt sollst du wieder balancieren, hä? Das sieht aber richtig aus, die Balken. Alles gut. Wow. Gut gemacht. Warum ist nicht auf beiden balanciert? Eine Fuß da, der andere Fuß da. Der Leuchtturm. Die Lady ist wieder dran. Ich bin an meine Schlüssel gefallen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Wo ist denn Aaron? Wo zur Hölle ist Aaron? Der Plan ist, zum Leuchtturm zu gelangen. Sie weiß das. Sie ist irgendwo eine Klippe runtergestürzt. Sie weiß das. Wenn sie nicht kommt, selber schuld. Ist das dein Ernst? Wir sind alle diesen kleinen Abhang hier runtergerollt. Sie weiß das. Mhm. Bitte Kuh. Was macht wohl Aaron? Sie ist zäher, als du vielleicht denkst. Meinst du wirklich? Naja. Wenn wir jetzt den Plan ändern, könnten wir alles nur schlimmer machen. Also weiter nach Plan. Was, wenn sie sich nicht an den Plan halten kann? Aaron ist ganz schön ängstlich und hat auch noch ihr Asthma, ne? Nicht vergessen. Sieht gerade so schön und idyllisch aus. Ich hätte auch gerne so eine riesige Insel zum Erkunden und Quatsch machen. Leute foltern und töten. Nee, nicht wirklich. Ich frage mich halt immer noch, was da gerade Spaß macht. Aber ich denke mal, das muss uns dann Monday selbst beantworten, wenn wir ihn vielleicht enttarnen. Vielleicht ist es auch jemand ganz anderes. Vielleicht war das die ganze Zeit nur eine falsche Spur, wer weiß. Auch wenn es halt schon recht offensichtlich ist. Ich habe schon Kommentare gelesen, dass das Writing so cheesy und so schlecht und so kacke wäre. Finde ich gar nicht mal. Man muss halt immer wieder bedenken, es muss so gestrickt sein, dass es ja verschiedene Lösungsmöglichkeiten bietet. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig zu vereinbaren, finde ich. Dann sollten sie lieber, ich finde ehrlich gesagt, sie sollten lieber so ein packendes Spiel machen, wo es auch wirklich Tote gibt, unvermeidbar und so weiter. Und man mehr Gameplay hat und na, nicht so viel rumrennen und einfach nur gucken. Ein paar Quicktime-Events, weil das finde ich dann ein bisschen unbefriedigend manchmal. Das ist ein Stück Stoff von der Jeans. Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich es balancieren verkacke? Fällt sie hier das kleine Stück runter und stirbt. Ist das eine Visitenkarte? Nee, ist eine Magnetkarte. Aha. Francis Morello. Morello Francis. Geboren 1978. Beschränkung keine. Klasse C. Ende keins. Geschlecht M. Haarfarbe schwarz. Augenfarbe braun. Größe 5'11". Ausgestellt am 23.11. Ja, auch tot. Alle tot. Eine Brieftasche? Inferno. Danke für den besten Tag aller Zeiten, Onkel Francis.
Oh, guck mal, sie kommt jetzt. Ja, wir nähern uns wieder ein bisschen an mit Kate. Will sie ja nicht mehr als Bitch spielen, aber. So, wo geht's denn wieder raus? Ich will mal kurz markieren. So, wir haben noch 1, 3, 6, 9, 11. Nur noch 11 Geheimnisse. Aber die werde ich nicht mehr alle finden. Ich habe 100% schon welche verpasst. Aber ich denke, dass das Spiel jetzt so ein paar Stunden geht. Ehrlich gesagt. Oh, da geht's zur kleinen Hütte. Immer, was machst du denn? Ich dachte, wenn wir erst mal draußen wären. Wow. Hörst du das? Da ist irgendwas. Wir sind im Wald. Könnte alles sein. Ich frage mich, was es für Tiere auf der Insel hier gibt. Vielleicht kommt ja der Hund wieder, Conny. Oh, das ist eine Münze. Ob er draußen wohl auch Kameras hat? Könntest du mir bitte nicht noch mehr Angst einjagen? Deck mir auf, frag doch nicht so doof. Ja, irgendwas verbrannt. Normalerweise würdest du jetzt vom Topeka-Scheiß anfangen. Ich würde Charlies linkes Ei geben, um jetzt in Topeka zu sein. Oh, das sieht creepy aus hier. Gutes Szenenbild. Oh, das kann doch nie im Leben halten, ey. Da! Ah. Wollt mir gerade meine Nase popeln? Nein, aber es hat gekitzelt. Hätte Popeln beinhalten können. Ist gut, ne? Wenn man die Facecam nicht anhat, dann kann man sowas machen. Klasse. Verdammt. Ach du Scheiße, da hängt eine Hand. Geschafft. Dad, warum siehst du die Hand nicht? Ey, wie viele Leichen auf der Insel hier sind und es merkt kein Schwein. Erzähl mir das doch nicht, dass keine Sau merkt, dass die Leute hier verschwinden. Irgendjemand muss das mal petzen. Wurde abgeteilt. Vor oder nach seinem Tod. Wie soll ich das wissen? Eine männliche Leiche gefunden in einem Schuppen. Seine rechte Hand wurde abgetrennt. Er scheint verblutet zu sein. Der Tote war Francis Morello. Sein Foto ist auf seinem Führerschein zu sehen. Ach du Kacke, ey. Boah. Und das war's jetzt? Ja, der hat sich bestimmt in die Hütte geschleppt. Hat den Schlüssel dann fallen lassen und ist verblutet. Mit seinem Stumpen hier. Ah, ist das gruselig. Sind wir jetzt wieder so zurück oder... Unheimlich. Boah, wir haben es geschafft. Weg von dieser kleinen Horrorinsel. Leute, das war's aber leider schon für den Part. Nächstes Mal geht's weiter. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich denke mal, lang wird's nicht mehr gehen. Und heute fängt es übrigens auch mit Callisto-Protokoll an. Bin sehr gespannt. Oh, was freue ich mich auf dieses Spiel. Also wenn das hier vorbei ist, dann wird es täglich erstmal ein paar Parts mehr geben von Callisto. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.